Bei mir im Studio ist jetzt Roland Carter, General AD, Herr Carter. Sonderletten schön, dass oder Sie was da man sind. Dann auch immer treibt. Ja, wie sieht es jetzt aus? Ist das jetzt möglicherweise die Gegenoffensive, über die wir so lange gesprochen haben? Also der Beschuss soll ja in der Nacht und am frühen Morgen jetzt doch sehr massiv gewesen sein. Also ich gehe schon länger davon aus, dass diese Offensive begonnen hat, so wie ich mir diese Offensive vorstelle. Nämlich nicht beginnend mit einem Trompetensignal zur Attacke, und dann auf den Schlag auf breiter Front können wir praktisch verfolgen, wie eine groß angelegte Offensive Raum greift, sondern so wie ich schon mal betont habe, schleichend an verschiedenen Stellen, schmal und tief, aber immer intensiver mit dem Ziel, die Lücken zu finden, weil man mit den Kräften, die man hat, die ganze Breite sicherlich nicht abdecken kann. Ich stelle auch fest, vermehrte Angriffsoperationen im Bereich des Donbass. Ich muss gestehen, damit hatte ich nicht gerechnet, jedenfalls nicht in dieser Massivität. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es wieder ein Ablenkungsmanöver, weil die wahre Stoßrichtung geht Richtung Saporischschja und dann vor allen Dingen innerhalb von Saporischschja Richtung Asowsches Meer, um dort vor allen Dingen die Verbindungslinien, die Kommunikationslinien zwischen dem russischen Festland und der Krim zu unterbrechen. Insofern, ja, ich glaube, die Offensive hat angefangen, aber anders, als man sich das landläufig vorstellt. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam in die Offensive hinein. Ich kann auch gar nicht ausschließen, dass Selenskyj bewusst jetzt das Zeichen gesetzt hat, der Offensive, um deutlich zu machen, dass dieser fürchterliche Anschlag auf den Staudamm die Operation nicht wirklich nachhaltig behindert. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.